So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke. Und es ist Sonntag gerade bei mir. Ich habe gerade das Muttertier abgeholt. Wir wollen jetzt gleich zu mir, wollen nochmal die Berlin-Vlogs zusammen gucken vom GoFest Berlin. Ich habe extra gesagt, sie soll sie mal noch nicht gucken. Ich möchte mit ihr zusammen den nochmal schauen, dass ich dann sehe, wie ihre Reaktion ist, wie sie die findet. Wir sind jetzt hier, guckt euch mal den Herren an. Das ist der, jetzt muss ich mal kurz nachgucken, das ist der Karl Josef Meyer. Ne? Da ist ja so eine super Skulptur. Hier sitzt da noch so ein kleiner Bubi in der Ecke. Hier steht auch noch mal was, Karl Josef Meyer. Das sieht auf jeden Fall genial aus. Hier ist die Hand abgerissen, da sind Bücher drunter. Und warum ich jetzt hier stehe, hat einen besonderen Grund. Ich kann zwar mit meinem Account nicht spielen, aber ich möchte trotzdem natürlich Giovanni besiegen und ich möchte natürlich das Krypto Latios abholen und gucken, wie gut das ist. Ich werde mich jetzt hier irgendwo aufbauen, dann werde ich jetzt mit euch zusammen hier Krypto Giovanni besiegen, das Krypto Latios holen. Ihr seht schon, die Stimmung ist einfach anders als sonst. Ich weiß genau, ich verpasse das jetzt. Das nimmt einen ein bisschen mit. Wir schmeißen euch jetzt mal hier hin. Wir gucken gleich mal rein. Ich brauche wieder ein Stäbchen für die Kamera, dass die Kamera hält und nicht hier zusammensackt. Mir ist momentan nämlich einfach alles zu viel. Ich bin die ganze Zeit nur genervt. Alles kackt einen an, weil einfach alles zusammenkommt momentan. Wir gehen jetzt also hier auf den Giovanni drauf. Giovanni, der Chef, dein Professor hat dich nicht auf das vorbereitet, was kommen wird. Da bin ich mal gespannt. Er hat ja eigentlich immer dieselben Pokémon. Nur das letzte unterscheidet sich halt dann, je nachdem, welches Legendäre er gerade hat. Ich habe bei Pupsi jetzt mal hier geguckt. Das ist nämlich für Pupsi, was wir hier nehmen. Ich würde das Team jetzt mal so machen, weil ich möchte mit Lucario anfangen. Lucario ist eigentlich immer das, was ich ganz vorne reinpacke. Da das eben gegen Snobilicat. Snobilicat ist ja immer das erste Pokémon. Lucario gegen Snobilicat, gute Wahl ist. Wenn er dann Boden-Pokémon oder irgendwas reinholt, ist das eigentlich immer noch eine gute Wahl. Ansonsten habt ihr ein Wasser-Pokémon gegen seinen Boden-Pokémon. Und da Latios eben ein Drache ist, hätte man jetzt... Ne, warte mal, das ist gar kein Drache. Das ist... Ist das nicht nur Psycho? Ist das Psycho-Drache? Okay, ihr hättet also... Ach, ich habe keine Ahnung, ihr seht. Ich kann mich nicht konzentrieren, ich kann gar nichts. Mein ganzes Gehirn ist einfach zermatscht. Wir drücken einfach mal drauf. Ich habe keine Ahnung, wie ich überhaupt irgendwas machen soll. Jetzt sieht man ja schon wieder den Account. Dann ist das ja auch schon wieder nicht laut Richtlinien, weil es ja verboten ist, dass man Account-Sharing ist verboten. Multi-Accounting ist verboten. Ich verstehe nicht, dass selbst beim GoFest die Leute vor Ort dann rumrennen mit 5 Handys gleichzeitig in der Hand, dann noch sich dahinstellen, die Niantic-Leute Bilder mit denen machen und sich freuen, die in irgendwelche Videos reinpacken, obwohl das ja alles gegen die Richtlinien spricht. Wie kann man denn Richtlinien aufstellen und dann eigentlich ist es egal, dann verstehe ich nicht. Das ist für mich alles ein Riesenrätsel, du wirst nie durchblicken, nie dahinter stehen. So, das ist jetzt hier Nidoking, wir hauen einfach weiter drauf. Das dürfte alles nicht so brutal sein, also wenn ihr ein Lucario habt mit Steigerungshieb, dann macht das eigentlich relativ gut hier alles weg. Außer das macht jetzt nämlich gar nichts weg, aber ich werde trotzdem einfach weiter draufhauen. Vielleicht schaffe ich es ja irgendwann mal einen Spukball zu machen. Das setzt so schnell seinen Steigerungshieb ein, dass der Gegner ja eh immer 3 Sekunden warten muss, bevor er wieder was machen kann. Und diese 3 Sekunden könnten mir zum Sieg verhelfen. Normalerweise sind die Videos immer sehr fröhlich, immer sehr aufgeweckt, immer alles chillig, ganz gemütlich hin und her. Wer die GoFest-Vlogs gesehen hat, hat auch gesehen bestimmt, dass ich da einfach jede Menge Spaß hatte, dass alles richtig cool war. Aber momentan weiß ich nicht. Mir geht's nicht gut, muss ich ehrlich sagen. Mir geht's nicht gut, alles nervt, alles ist komisch. Dann hast du nebenbei, ist das wieder, das ist wieder, das ist so. Dann die letzten Tage haben noch Spuren hinterlassen. Als der Besuch da war, dann steht schon wieder die nächste Aktion aus, wofür du jetzt eigentlich Zeit hast und dir gar keine Gedanken machen musst. Du aber merkst, dass du lieber Stress hast
und es nebenbei machst, als dass du komplett Zeit hast und in dieser Zeit einfach untergehst. Wirkt einfach alles komisch. Normal wäre das auch ein Video, was ich überhaupt gar nicht hochladen würde oder was ich gar nicht machen würde, weil es entspricht einfach nicht dem Standard, den man von mir gewohnt ist. Das soll ein unbeschwertes, super Video sein, aber es fühlt sich alles falsch an. Es fühlt sich alles komisch an. 2 Forschungsaufgaben aktualisiert, das ist aber sehr schön. Da hüpfen wir gleich mal hier rum, gucken jetzt mal hier rein, gucken mal da drauf. Gucken, ob es ein gutes ist. 17 Bälle haben wir. Sind wir wieder bei dem Thema. Ob man einfach mit dem Ball, jetzt fliegt das hier so bescheuert rum, ob man einfach beim ersten Ball das wirklich eintüten kann oder ob man mehrere braucht. Wir geben uns mal ein bisschen Mühe. Ach, wir geben uns keine Mühe. Wir werfen einfach. Normalerweise müsste das im ersten Ball jetzt drin sein. 1, 2, 3. Es bleibt weiter mein Eindruck, dass Kryptolegendäre im ersten Ball einfach drin sind. Genauso wie eben Shiny-Legendäre im ersten Ball, wenn ihr trefft. Aber immer wieder widersprechen mir die Leute und sagen, nee, die können auch ausbrechen. Ich habe schon mal 10 Versuche gebraucht, aber ich habe es bisher wirklich noch kein einziges Mal erlebt, dass der irgendwie ausbricht. Die waren bei mir bisher wirklich alle immer im ersten Ball drin. Ich kenne es nicht anders, ich kann nichts anderes dazu sagen. Das ist jetzt hier für Pupsi, ich hab's jetzt nicht. Theoretisch kann man auch gleich Frustration verlernen, weil es ist ja immer noch dieses super Kampfwochenende mit den Rocket Rüpeln, den Rocket Bossen, den Rocket Ballons, 2x Dings, mehr Dings in Raids, alles dabei. Ihr hört nur noch Dings hier, Dings da, also verpasse ich auch. Vor allem Frustration verlernen wäre bei einigen Pokémon natürlich richtig cool gewesen. Ihr seht, überall sind Rocket Stops, überall. Das sieht auf jeden Fall mega stark aus. Ist ein cooles Wochenende gewesen, wenn man es hätte spielen können, aber ja. Mal gucken, wie die Wochen so weitergehen. Ob ich überhaupt mit meinem Account nochmal spiele oder ob ich einfach keine Videos mehr mit meinem mache. Und ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wie gut war euer Latias? Latios? Das war Latios. Schreibt es mal in die Kommentare, habt ihr ein gutes bekommen? Wie gut sind eure Werte? Das ist halt so zwischendrin. Wird kein 100er, ansonsten machst du damit, glaube ich, auch nicht wirklich was. Wir gehen jetzt heim, wir gucken jetzt die Go-Vlogs. Vielleicht kriegt man da bessere Laune. Bis dahin, peace out. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.